quadratische Funktion. Was ist eine quadratische Funktion, beziehungsweise die Definition einer quadratischen Funktion? Und zwar sieht eine quadratische Funktion immer so aus, dass wir als höchsten Exponenten ein Quadrat haben. Hier darf nicht x hoch 7 oder x hoch 3 oder 4, 5 sowas stehen. Das ist nicht, das darf man nicht machen. Dann ist es keine quadratische Funktion. Da, wo das Glied mit der höchsten Exponenten, mit den höchsten Exponenten eine 2 ist, dann ist das eine quadratische Funktion. Hier darf also nicht x hoch 3 oder 4 oder sonst was stehen, ne? Auch nicht x hoch 1, das wäre auch keine quadratische Funktion. Diese Funktion, so wie sie hier aufgeschrieben ist, nennt man gemischt quadratische Funktion. Hier vor würde dann stehen f von x, ne? Oder y. Statt f von x kann man auch y hinschreiben. Das erste Glied, das was vor dem x steht, von x Quadrat, also das a mit dem x Quadrat zusammen, das ist das quadratische Glied, hier in rot umkreist, umrandet. Das, was in der Mitte steht, ist das lineare Glied. Da steht ein Faktor, nämlich b, davor, und über dem x steht kein Quadrat. Das steht in der Mitte, das lineare Glied. Und dann gibt es noch plus c. Das c selber ist das Absolutglied dieser quadratischen Funktion. Eine gemischt quadratische Funktion sieht genauso aus. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Die Funktion lautet y. Wir können ja statt f von x, können wir ja y sagen. Ist das gleiche wie 3x² plus 7, also b ist dann 7, ne, und a ist 3, 7x minus 15. Das wäre eine gemischt quadratische Funktion. Eine, ja, ich sag mal, lineare Funktion sieht ganz anders aus. Es gibt aber noch einen anderen Fall, und zwar eine rein quadratische Funktion ist, wenn wir diesen Mittelwert hier weglassen, da steht nur ax² plus c, ist eine rein quadratische Funktion. Die rein quadratische würde dann lauten nicht plus 7x, sondern das lässt man dann weg. Das wäre nicht vorhanden. Dann steht hier zum Beispiel nur noch minus 15. Das ist eine rein quadratische Funktion. Da fällt das lineare Glied in der Mitte fällt einfach weg, und das nennt man rein quadratisch, ne? Alles andere, wenn das hier genauso aussieht, wie es hier steht, ist eine gemischt quadratische Funktion. Genau, das war schon zum Thema quadratische Funktion.